Oh Mann, ich will doch nur diese Scheiße hier weghaben. Sorry für den Ausdruck jetzt, aber das regt mich gerade echt richtig auf. Weil ich auch nicht verstehe, was ich falsch mache, wenn das dann nicht mehr weitergeht. Das muss doch irgendeinen Grund haben, dass es dann einfach nicht mehr weitermacht. Oder? Sagt sich das Spiel dann einfach, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr, oder? Klicke ich da einfach nur falsch die ganze Zeit und es wird eigentlich doch weitergehen, oder was ist das? Ich kapiere das nicht. Okay, du musst auf jeden Fall eckig bleiben. Sag ich mal so. Du könntest theoretisch hier hin. Mal dich mal darunter. Dich mal hier hin, damit wir das hier mal ein bisschen näher hier hinbringen. Und dich vielleicht hier oben hin. Okay, das geht bisher. Ja, komm, jetzt ist ja auch nicht mehr so viel. Wenn wir dich jetzt nochmal. Nee, das geht nicht. Dich nach oben können wir auch nicht. Hier sind halt auch wieder drei Stück dran. Okay, Moment, wenn wir das hier mal hier runter machen. Dich dann hier hin und dich hier hin. Dann haben wir auch wieder fast alles, nur noch das, was fehlt. Oh, ist das dumm. Okay, woran hängst du? An diesen dreien. Und du an dem und an dem. Komm schon, das muss ich doch jetzt irgendwie hinbekommen, oder? Und wehe, ich übersehe jetzt irgendwas ganz blöd. Okay, ich nehme jetzt einfach mal dich kurz. Steck dich hier rüber. Und mach dich. Endlich, 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 endlich. Oh, endlich. Oh Gott, endlich. Oh, schön. Okay, endlich hat er auch ein Ende. Oh, jetzt kann ich das Licht in der nächsten Kabine ausschalten. Oh ja. Jetzt ist halt die Frage, mache ich jetzt noch weiter oder belasse ich die Folge jetzt wirklich dabei? Ich glaube, ich lasse das so als kleine. Oder ich schaue mal ganz kurz, wie lange ich aufnehme. So, ganz einfach. Oh Gott. Ja, toll. Das hat jetzt halt allein schon wieder eine halbe Stunde gedauert. ich würde sagen, ich. Ja, ich spiele jetzt noch eine Runde weiter. Wir machen jetzt einfach mal noch eine Runde weiter. Oder müssen wir jetzt noch mal den Dinger drücken? Jetzt habe ich den Text nicht gelesen, der da stand. Irgendwas stand da mit Licht und ich muss mich umsehen oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Nee, ich lasse das jetzt so. Das heißt, den letzten Run, sag ich mal, den werdet ihr ganz normal sehen. Und das vorne dran mache ich vielleicht wirklich nur als Schnelldurchlauf oder sowas. Dann nehme ich jetzt noch vielleicht so 5 bis 10 Minuten auf hiervon. So, jetzt können wir hier anmachen. Licht an, schön. Oh, jetzt haben wir hier beim Kleid ein Wimmelbild. Super. Dann fangen wir hier doch schon mal an. Vielleicht finden wir da schnell den ganzen Rest und dann können wir hier weitermachen. Okay, das können wir anklicken. Ist jetzt da runtergefallen? Okay, schön. Okay, eine Sicherheitsnadel haben wir damit freigemacht. Gut. Ein Reißverschluss, den können wir ja dann später benutzen. Das wird garantiert der Gegenstand, den wir dann bekommen, der Reißverschluss. Und das wird dann auch, damit können wir dann auch den Geldbeutel, ne? Da stand ja Geldbeutel, aber es ist ja eigentlich kein Geldbeutel, sondern eben hier. Das Wasser ist heiß. Ah, da müssen wir einen Teebeutel. Ah, cool. Das finde ich jetzt cool. Teebeutel rein und schon haben wir eine Tasse Tee. Sehr schön. Ist aber ein roter Tee. Was könnte das sein? Vielleicht so ein Erdbeertee oder sowas? Das finde ich interessant, gerade wie das aussieht, diese Maske. Was wollte ich jetzt? Ja, den Reißverschluss. Wie gesagt, den können wir dann benutzen, um die Tasche aufzumachen, die ja vom Spiel als, okay, die Feder, als Geldbeutel bezeichnet wurde. Fand ich ja sehr lustig. Ein Verbandsmull haben wir hier auch. Eine Taschenuhr. Ein Federball. Hier haben wir schon wieder so einen angegessenen Apfel. Ach, Apfelkern. Okay. Eine Axt liegt hier auch rum. Moment. Was haben wir denn jetzt hier überhaupt alles? Ein Füller, den haben wir doch auch schon gesehen. Oder ist das kein Füller? Nein. Scheinbar nicht. Okay. Ein Pumpenkolben. Eine Taube. Lass mich mal schauen, wo die Taube sein könnte. Oh, hier haben wir so einen Pfeil. Stand da Pfeil irgendwo? Nee.
Ein Regenschirm. So, den Lippenstift, den haben wir ja hier schon gesehen. Pumpenkolben. Was ist denn bitte ein Pumpenkolben? Und wie sieht der aus vor allem? Ah, da ist der Federball. Pumpenkolben. Das ist der Pumpenkolben. Okay. Eine Taube suche ich immer noch so ein bisschen. Die habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Die ist bestimmt hier irgendwo versteckt. Bei dem Kleid. Na, ja, oder auch nicht. Eine Taube. Ah, da. Das ist gut. Das ist gut versteckt. Hier hinten im Glas. So, was hatten wir jetzt noch? Ein Regenschirm. Ach so, da. Dieser Regenschirm. Okay. Manchmal muss ich auch echt aufpassen, dass ich diese Schatten beachte. Wie zum Beispiel auch diese Musiknote und alles. Ein Schmetterling. Jetzt fehlt noch eine Axt und ein Füller. Eine Axt. Ah, da. Das war auch gut versteckt. Habe ich lange nicht gesehen gerade. Ein Füller. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass das hier ein Füller ist, aber scheinbar nicht. Füller, Füller, Füller. Wo bist du? Das ist eine Blockflöte. Das ist ein Hammer. So eine Lupe. Ein Stock. Ich sehe hier alles Mögliche, aber kein Füller. So ein Geigenbogen. Ne, den Füller sehe ich gerade absolut nicht. Leider. Hier haben wir eine Gabel drin stecken und so eine Zange und alles Mögliche, aber keinen Füller. Der muss, oder ist der hier im Kleid irgendwo noch versteckt? Ah, nee, das war nur der Henkel von der Lupe oder der Griff von der Lupe. Was ist das da? Keine Ahnung. Lupe oder war die hier doch hier? Also da. Ist das ein Füller? Oh Gott. Ich hab gedacht, das wäre ein Kugelschreiber. Das sah aus wie so ein Kugelschreiber. Naja. Und wie erwartet haben wir den Reißverschluss bekommen. Ja, aber wie gesagt, der wird dann für die Tasche sein. Und in die Tasche schauen wir aber dann wirklich erst in der nächsten Folge. Oder? Moment kurz, ich schaue noch mal ganz kurz. Oder, ach komm, schauen wir auch noch schnell rein. Meine Güte. Ich bin jetzt heute mal einfach mal ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Okay, haben wir eine Schallplatte und hier so ein Prospekt. Wie cool ist das denn? Oh, wie toll! Wie geil! Also, warum ich jetzt so ausflippe, müsst ihr wissen. Ja, da steht, besuchen Sie den Badekurort Baden-Baden. Ja, geil, Baden-Baden. Das liegt wirklich direkt um die Ecke bei mir. Ist das cool. Aber so sieht es da nicht aus, das kann ich euch versprechen. Baden-Baden sieht hier, da haben wir keinen Strand und keine Palmen und sowas. Nein, leider nicht. Aber wow, wie geil ist das denn? Die haben hier Baden-Baden eingebaut. Wow, finde ich jetzt gerade echt, wow, cool. Also Sarah, da hast du einen Glücksgriff hier gemacht, dass du mir das Spiel geschickt hast und dass ich hier direkt um die Ecke wohne bei Baden-Baden. Das ist cool, finde ich gerade echt toll. Ja, besuchen Sie den Badekurort Baden-Baden. Ja, besucht mich mal, wäre doch cool. Eine Wohltat für Körper und Seele. Körperwickel und Fußmassagen. Verbringen Sie Ihre Hochzeitsreise mit uns. Das heißt, die wollten nach Baden-Baden? Wow. Die wollten zu mir. Hey, das ist doch cool. Die frisch Vermählten waren auf dem Weg zu ihrer Hochzeitsnacht, aber Kevins Tod hat das alles zunichte gemacht. Jetzt lebt Lisas Geist in einer Traumwelt, die nur in ihrem Kopf existiert. Ja, es ist immer noch ziemlich heftig. Aber Baden-Baden, es ist gerade echt cool. Und wir haben eine Schallplatte gefunden. Zwei Fahrkarten? Mein Gott. Lisa weiß nicht, dass sie tot ist. Sie denkt immer noch, sie wäre an Bord des Zuges, mit dem sie und ihr Mann gereist sind. Ich muss diesen Zug stoppen. Vielleicht kann das Lisa aus diesem Wahnsinn befreien. Ja, es wäre zumindest sehr schön, wirklich. Ja, echt, Baden-Baden. Cool, echt. Richtig cool. Gut, dann schauen wir uns noch den Eintrag an und ansonsten, dann beende ich die Folge wirklich mal. Die verlorene Hochzeitsreise. Mein Herz bricht. Die Unzertrennlichen hatten nie eine Chance, das Leben gemeinsam zu genießen. Ihre Träume blieben nur Träume. Kevins schrecklicher Tod schockierte Lisa so sehr, dass sie Zuflucht in einer imaginären Traumwelt suchte. Selbst nach dem Tod ist seine Seele in ihrem Albtraum gefangen. Ich muss sie befreien.
Auf jeden Fall. Es muss so furchtbar sein. Ich finde das eh schon so krass die ganze Zeit und so schlimm, was da passiert ist. Und ja, aber die Schallplatte bringt uns doch jetzt gar nichts. Die bringt uns ja jetzt in der anderen Welt erst was. Also in der Villa halt, meine ich. Okay. Können wir jetzt hier gar nichts machen, oder? Bekommen wir in der anderen Welt dann wieder so einen Hinweis, was mit. Oder. Ja, scheinbar schon. Okay. Ja, gut, dann kommen wir wieder hierher zurück. Und dann möchte ich ganz kurz noch schnell in den Raum mit der Schall mit dem Grammophon gehen. Hier war da. Ja. Und dann hören wir uns diese Schallplatte auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Und schauen, was da so drauf ist und wie wir dann auch in der Zugwelt weiterkommen. Ja, ein bisschen so ein Hin und Her gerade, aber nun gut. Ja, ich bin froh, dass dieses Schalterrätsel endlich gelöst ist. Oh, so froh, echt, so froh. Ja, gut. Also, bis dann, eure Shadow Kiberwolf.